Der Boss ist gestern einkaufen gegangen und hat anomalitische, ich habe keine Ahnung, was ist das Adjektiv davon, Phänomene gefunden. Jetzt hat er uns beauftragt, diese Phänomene auf dem Markt zu erkennen. Hey, wait! Den hatten wir doch auch schon fertig, oder? Fehlt uns nicht sogar nur noch ein Haus? Ach komm, ist egal. Machen wir das doch mal. So schlimm kann es ja nicht werden. Doch, vermutlich schon. Okay. Ja, wir müssen uns erstmal wieder ein paar Dinge merken. Tiefkühltruhen. Frozen. Ein Elefantenfuß und eine Leiter. Da ist ein, Feuerlöscher. Hier steht ein 6er Wasser. Zwei Typen. Hier ist alles so. Der Ventilator ist an. Einkaufswagen, Einkaufskorb. Gruseliger Typ, der willkommen sagt. Und hier sind 7 Einkaufskörbe. Und da steht noch ein Schild. Ein frisch gewischt Schild. Das ist wieder meine absolute Horror- Kategorie. Mein Horrorgang. Schrecklich. Ich werde hier safe nicht sehen, was passiert. Worum geht es in dem Spiel? Wir sind ein Sicherheitsmann und müssen halt über die Kameras das, was wir halt beaufsichtigen müssen, beaufsichtigen. Und dann verschwinden hier Dinge oder verzerren sich Dinge, Türe öffnen sich, Dinge kommen dazu, Dinge verschwinden. Bilder verändern sich, Abgründe tun sich auf und das müssen wir dann melden. Ja, und wenn es richtig ist, dann wird es wieder beseitigt. Das ist übrigens so, das weiß ich noch. Also, nein, das ist kein Abyss, das ist der Tisch. Okay, und wir müssen halt eine halbe Stunde überleben. 5 Minuten Echtzeit. Sind eine Stunde in-game. Bis 6 Uhr müssen wir überleben. Er wacht aus dem Lurk. Hi, Ava! Oh, in den Warenkorb. Ja, gutes Spiel, wirklich. Oh Gott, wo war ich seit dem 13. Mai? Ich glaube nicht bei mir im Stream, wenn ich einmal Observation Duty 5 gespielt habe. ich werde mir hier nichts merken können. War das schon vorher so? Fehlt da was oder ist es ein Schatten? Hm. Ich habe scheinbar die Kontrolle über mein Leben verloren. Schön. Der ist gut. Ich sehe nichts bisher. Es ist gleich 1 Uhr. Und wir dürfen halt... Fehlt hier was? Ich habe keine Ahnung. Wir sind in Gang 1 und wir haben eine Disappearance. Keine Ahnung, ich rate wirklich nur. Nein, okay. Dann versuche ich nochmal. Movement. Okay, das ist eine Distortion. Das sehe sogar ich. Wir sind in Gang 2 und wir haben eine Verzerrung. Und dann ist die Anomalie wieder beseitigt. Das ist im Prinzip das ganze Spielprinzip. Oh, wait. Ich müsste noch die Revis wegmachen. Hör auf zu lachen im Hintergrund. Niemand mag dich. Trotzdem, was soll... das hier neben mir sein. I'm in observation, she's.
Aber du willst doch nicht in Käse drin sein. Also, doch, eigentlich schon. Wait, das Bild hat sich verändert. Picture Anomaly. Da waren doch vorher irgendwelche komischen Gänge. Kein Raum. I'm an Observation Cat. Das auf jeden Fall. Ja. Das Haus ist schön. Brrr, es ist kalt. Ich habe halt keine Ahnung, ob sich hier irgendwas verändert hat oder so. War der schon vorher so? Der hier? Ja, doch, ich glaube schon. Und zusammen sind wir She's Cat. Ja. Okay, war er. Ganz schwierig. Die Flaschen stehen diagonal hinten rechts in Gang 1. Ey, das sind keine Flaschen. Das sind Tüten. Hier, so eine Tüten sind es. Oh, ich habe vergessen, wie schwer dieses Spiel ist. Boah, dafür ist mein Kopf halt einfach nicht gemacht, ne? Sind immer noch 7 Einkaufskörbe. Hier ist der 8. Stopp! Der Kopf in der Kühlung. Ah! Habe ich gar nicht gesehen. Wir haben ein extra Objekt. Ja, du bist kein Intruder. Also wenn du ein Intruder bist, dann bist du ganz schön dumm. Ich glaube, du bist ein Extra-Objekt. Du bist kein Extra-Objekt, also bist du doch ein Intruder. Warum zur Hölle hockst du in der Tiefkühltruhe? Ja, wir haben zu viele Anomalien, ich weiß. Ist mir bewusst. Dankeschön, Spiel. Boah, ey, das muss man sich halt... Oh, hi Miria, hallöchen! Okay, also wir haben hier 6-mal Organics. Dann haben wir ein paar Tütenchips. Ein paar Salzstreuer. Ein paar Flaschen. Eine Tüte. Ein paar Dosen. 8 Flaschen. Da hinten wahrscheinlich auch nochmal. Wir sehen 6-mal das Mehl. Wir sehen 7-mal das hier und nur der da. Ach nein, 4 dunkle und 3 weiße. Okay. Mir geht's super. Wie geht es dir, Miria? Ich kann mir das niemals merken. Ich gehe jetzt erstmal ganz fix weiter. Bevor wir verkacken... Was, glaube ich, sowieso schon zu spät ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sehe halt gar nichts. Oh, gegen den Stressmagen. Oh, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und auf jeden Fall auch eine gute Besserung. Oh, Stressmagen ist nicht schön, nee. Irgendwie ist das Frozen Schild suspekt. Waren die Kassen nicht leer? Ohne 6er Wasser. Die mittlere Kasse, die hatte ein 6er Wasser. Da stand das Sixpack. Ja, aber das Frozen-Schild sieht schon ordentlich aus. Also hier in der Mitte, da stand ein Sixer.
Das hier ist halt wirklich am schwierigsten. Gang 1 und Gang 2 sind sehr schwer. War der Luftballon schon immer... Da war ein Luftballon? Ich hab den Luftballon nicht mal gesehen. Wir haben 3 Anomalien gefunden. Ey! Ey! Direkt neu starten. Wisst ihr Bescheid. Direkt einmal durchgehen. Nee, ich glaube, das hier habe ich mir gut gemerkt. Jetzt muss ich das halt... Jetzt muss ich nur noch diese Seite hier. Ich würde sagen, das ist genau das Gleiche. Das heißt, zweimal grau, zweimal weiß. Und dann die schwarzen. Da steht eine Packung daneben. Ein paar Dosen. Auf der mittleren Ebene stehen nur Flaschen. Da unten wieder Chips und ein Karton. Okay. Hier haben wir dreimal weiß, zweimal schwarz, dreimal grau. Ein paar Flaschen. Ein paar Flaschen. Drei schwarze. Ich würde jetzt sagen 5 graue. Drei weiß, zwei schwarz, zwei weiß. Okay. Das habe ich gesehen. Das wäre mir niemals im Leben aufgefallen. Oh, ich glaube, vorhin hatten wir im rechten Regal ein extra Objekt übersehen. Nee, doch nicht. Schön. Was ist das? Keine Ahnung. 6-mal Tüten. 3 Reihen Tüten. 4 Reihen Flaschen. 4 Reihen Flaschen. 3 Reihen Flaschen. Nochmal 3 Reihen Flaschen. Keine Ahnung, was das hier sein soll. I don't know. Küchenrolle. Küchenrolle. 3 große Waschmittelflaschen. 3. 4 Kartons. Büchsen. Okay, das ist O-Saft. Mikrowelle, Waschbecken. Toaster? Ventilator ist an. Tüte, Teller und Tasse. Das hier liegt immer so. Okay. Ist ja gar nicht so schwer, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich glaube, hier hat sich nichts verändert. Der nackte Mann lutscht an einer Banane! Darf ich vorstellen? Der nackte Mann. Ja, und er hält sogar noch eine Banane. Oh ja, der nackte Mann hat wieder zugeschlagen. Oh! Wer davon einen Clip macht, wird auf jeden Fall Clip der Woche. Fast nackt, er hat Schuhe an. Ja, aber, ne, es ist trotzdem ein nackter Mann. Sein Pipi ist nicht bedeckt. Eben hat er sein Pipi nicht mal bedeckt. Wait, dieser eine Einkaufswagen, der hier, der hat sich verschoben. Bei Checkout haben wir ein Movement. Nackter Mann, da sehe ich uns. Ja. Fehlte oben rechts nicht etwas? Ich gehe gleich gucken. Meinst bestimmt da, wo eben unser nackter Mann war, ne?
Nee, hier waren 3 weiß, 2 schwarz, 3 grau. 4 Flaschen, die Tüten. Hör auf zu heulen im Hintergrund. Meine Güte, geht's dir gut? Ich meine offensichtlich nicht, wenn du weinst, aber... Hier? Nee, hier oben war nichts. Und da drüber habe ich ehrlich gesagt nicht geschaut. Der Clip schon fertig. Ja, das ist halt Twitch, ne? Hier ist auch immer noch nichts anders. Der Kopf ist nicht in der Kühlung. Ich versuche darauf zu achten. Also 3 Anomalien hatten wir schon. Das ist eigentlich okay. Für die Zeit ist das voll okay. Ja, ich sag mal so, hier im Obst was zu sehen, wird ganz schön schwierig. Die eine Tüte vorne bei den Flaschen auf der Kasse, stand die nicht bei der anderen Tüte mit? Ich hab's gesehen, ja, ich hab's gesehen, bevor ich's gelesen hab. Huiuiui, extra Objekt. Nee, die Tüte... Ja. Die Tüten standen eigentlich immer getrennt. Kein Kopf in der Kühlung. Nee, die Tüten, die standen immer getrennt. Und auf der vordersten Kasse war gar nichts. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier echt nichts übersehe. Also wenn sich hier was an Obst wechselt oder so, dann werde ich das definitiv nicht sehen. Definitiv nicht. Ich meine, dass die Ananasse da liegen. Okay, das kriege ich vielleicht auch noch hin. Aber mehr ist dann leider nicht mehr drin. Bild hat sich wieder verändert. Im Breakroom passiert wirklich nicht so viel, ne? Dankeschön. Man hat halt immer sehr schnell das Gefühl, dass man irgendetwas übersieht. Das Gefühl hat man ganz, 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 ganz schnell. Weil oftmals sind es halt wirklich nur so ganz, ganz kleine Dinge, die sich verändern. Macht es, Miria! Ich wünsche dir viel Spaß beim Häkeln. Ich bin blind in diesem Spiel! Naja, das nun nicht, aber ich muss halt auch sagen, es wird halt wirklich mit jedem Teil, den du spielst, anspruchsvoller. Aber das ist halt auch das Schöne, dass ein Spiel es immer weiter und weiter schafft, anspruchsvoller zu werden, je mehr Teile es gibt. Das schaffen halt nicht viele Spiele. Ich meine, okay, das Genre ist jetzt halt auch so, dass du wirklich sagen kannst, ja, ist okay. Das hier immer schwieriger zu machen, ist halt gar nicht so schwer. Aber selbst wenn es auf dem gleichen Level bleiben würde, von der Schwierigkeit her. Und man muss schon sagen, dass die Anomalien in den ersten paar Teilen schon mehr als offensichtlich waren. Da fehlt ein Müllsack. Ne, und das ist halt das Schöne. Ist das ein Bild oder ein Bildschirm? Nein, nein, das sind 2 Bilder. Das sind 2 Bilder, ja. Okay, der zweite Müllsack ist wieder da.
Hier hat sich nichts verändert. Im Regal hinten auch nicht. Und hier würde ich sagen, hier stehen 4 von den Dingern und das hier ist auch immer da. Ich müsste natürlich auch. Oh! Movement, weil es aufgehört hat? Ich meine, es ist ja nichts verschwunden. Was bedeuten die Glockenschläge? Hinter mir ist die Zeit. Immer wenn eine volle Stunde abgeschlossen ist, kommen die Glockenschläge und zeigen dir auch an, wie viel Uhr es ist. Na, also wenn es jetzt hat es ja zweimal gegongt, das war dann 2 Uhr. Und beim nächsten Mal dann eben dementsprechend 3 Glockenschläge, weil es dann nämlich 3 Uhr ist. Dann haben wir Ding schon geschafft, die Hälfte. Dafür müsste ich allerdings auch ein paar. Ach so, ja, der war es übrigens nicht. Ich hab's gesehen, da war eine Axt. Other? Nee, dann ist es Other. In Gang 2 lag eine Axt. Ja, hier, da. Ja, ich hab's gerade gemerkt. 1, 2, extra Objekt. Okay, dann ist das Other. Ja, ich meine, es bewegt sich im Prinzip ja auch nicht mehr, ne? Ist ja auch irgendwo logisch. Ventilator ist aus? Ne, den Ventilator, den habe ich gerade gefixt. Das war nämlich die Anomalie, dass er ausgegangen ist. Den hatte ich jetzt nämlich... Genau. Ich würde aber sagen, dass sich hier soweit nichts verändert hat. Ich bin mir halt echt nicht sicher, ob diese kleinen Fläschchen schon die ganze Zeit standen. Hat sich soweit nichts verändert. Oh! Ist das ein Movement? Hier? Mal hier, ist was. Hatte Standbild. Oh, ach so. jetzt weiß ich nicht. Ist das Movement? Sind die da rausgefallen? Oder ist das ein Extra-Objekt? Ist das eine Glühbirne in dem einen Gang? Ich schau gleich mal. Oh ja, es war Movement. Fing der Loop gerade neu an. Also hier ist nichts mit einer Glühbirne. Hier steht alles noch, wie es soll. Nee, das ist eine Vase. Das ist eine Vase. Was ist extra Objekt? Das hier, aber die stand doch schon die ganze Zeit da, oder nicht? Bin ich jetzt dumm? Ich gehe mal auf extra Objekt. Kann ja nicht schaden. Die Wand ist anders. Ist die Wand anders? Die Wand. Atmen mich nicht an, bitte. Die Wand ist anders. Ist das Schild gemoved zu den Kassen? Aber das stand doch schon die ganze Zeit da, oder? Also hier hinten? Lichtanomalie beim Gemüse? Ich hab nicht mal ein Licht... Oh, doch, hab ich. Weil es so hell ist? Weil es so hell ist, oder? Die sind sonst nicht so hell? Nee, das muss so.
Also hier sieht's auch nicht aus, als würde was fehlen. Es ist gleich 3 Uhr. Wait. Das ist offen. Das dürfte nicht offen sein. Nein, nicht in Frozen, im Checkout. Mensch. Ja. Hä, und plötzlich geht der Ventilator aus. Okay, okay. Dann halt so. Nimm ich auch. Ist okay. Dankeschön. Dann habe ich jetzt wenigstens direkt 2 Anomalien gefunden. Ich würde sagen, hier ist nichts. Das Regal ist auch unverändert. Und es gibt 5 Teile. Der dritte Teil ist ein bisschen anders. Der fünfte ist... Hab ich die nicht ausgemacht? Die dürften eigentlich gar nicht mehr drin sein. Ich habe die eigentlich deaktiviert. Gut. Dann muss ich das in der Runde rausschneiden. Ja, das dürfte aber keiner mehr kennen. Können. Weil ich das im Spiel aushaben wollte. Jetzt muss ich die Runde halt schneiden. Das kann ich nicht drin lassen im Video. Das geht nicht. Oder ich verwerf die Runde, aber wir hatten den nackten Mann, der an der Banane lutscht, deswegen. Ich habe das ja extra ausgemacht, damit ich die auf YouTube stellen kann. Ey! Nicht das System umgehen hier. Ich habe die ausgemacht. Bitte keine Sounds abspielen. Bitte. Wenn man nicht aktualisiert hat. Ja gut, dann kann ich es auch ganz einfach machen. Dann nehme ich die einfach aus. So. Okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So. Hier hat sich eben nichts geändert. Hier würde ich allerdings gerne nochmal schauen. Aber wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, war da gar nichts. Okay. Hier passiert wirklich sehr wenig. Und ich würde mal sagen, hat sich die Wand verändert? Viel Spaß beim Lurken, Vivi. Ich hab dich auch lieb. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg beim Wolkenhimmel basteln. Was? Kannst du... Was? Oh, guckt mal, da ist eine Lichtanomalie. Die seht ihr nicht mal. Guckt mal da. Bei The Checkout. Einmal eine Lichtanomalie. Wand ist okay. Okay, gut. Starkiller, danke schön für den Resub. Du wurdest auch schon 7-mal käsiger. Danke, danke, danke und Hallöchen. Oh, wir haben gleich 4 Uhr. Wir haben gleich 4 Uhr. Oh. Alles gut, Vivi. Mensch, alles gut. Ich hab nur nicht gedacht, dass es doch geht. Wärst du gestorben, wenn du das nicht gefixt hättest? Vermutlich, ja. Dann wäre früher oder später der Endscreen gekommen. Mhm. Also es wäre jetzt nicht großartig noch Jumpscare gekommen oder so. Er wäre halt immer weiter rangezoomt und wenn du halt zu dicht dran bist, dann ist irgendwann gefailt. Also sie geben dir schon noch genug Zeit, aber da sind Lippen.
Da sind Lippen. Jetzt holst du aber gleich alles raus, ne? Ach, Bibi, ich hab dich lieb, meine Süße. Da waren Lippen. Ja, ich finde auch irgendwie, dass die Wand komisch aussieht. Ich probier... Warte. Nee, war schon richtig. Ist alles gut. Also irgendwie, ich probier's einfach. Meine LED ist putz. Oh, was soll das denn? Nee, die ist echt so. Die ist wirklich so, die Wand. Siehst du? Und das ist halt das Problem mit dem Spiel. Beziehungsweise, was es eben auch so interessant macht. Du denkst, bei Dingen, die schon die ganze Zeit so waren, weil du einfach nicht drauf geachtet hast, dass sie sich verändert haben. Das ist das Problem bei diesem Spiel. Da fehlt was. Und zwar genau da. Nein, die Wände im Pausenraum muss so. Ich habe mir am Anfang nur Wände gemerkt. Das geht auch. Okay, das hab ich. Aber hier fehlen trotzdem Dinge. Ich möchte da gerne nochmal eine Leitanomalie probieren. Das wird sowieso nichts werden. Aber wir haben gerade zu viele Anomalien. Okay, auch nicht. Fehlt hier was? Oh, das ist eine Distortion. Da könnte ich nicht arbeiten. Du, ich auch nicht. Distortion. Okay, gehen wir weiter. Hi, Big Bean. Da ist schon wieder eine Distortion. Hallo? Könnt ihr euch jetzt mal was Neues einfallen lassen? Ich würde auch gerne nochmal einen nackten Mann nehmen. Ich meine, jetzt haben wir aber schon einige Anomalien gefixt. Ich kann jetzt nochmal schauen. Wait, hier hinten müssten Dosen stehen, oder? Hier. Hier müssten doch eigentlich noch Dosen stehen. Meine winzige Gehirnzelle versteht nichts. Glaub mir, ich habe auch nur wegen dem Chat keine Probleme. but you can talk in English. It's no problem, really. In der Mikrowelle war etwas. Hier in der Mikrowelle? Ja, ein nackter Mann, der seine Pommes in... Was? Was? Break room other? You mean because of the fan? It's always turned on. And what did we do now? Was haben wir gefixt? Der Kaffee war voll. Really? Okay, cool. Lol. Das hab ich gar nicht gesehen. Wirklich. Absolut nicht. Lul. So viel dazu. Ist okay. Oh, wir haben gleich 5 Uhr. Checkout. Object disappearance. Huh? So,
das Wasser ist weg. Wir haben eine Disappearance. Licht hinter der Mikro ist dunkel. Ja, aber das war doch schon die ganze Zeit dunkel, oder? Okay, hier hatten wir jetzt nichts. Da habe ich nämlich drauf geachtet. Hier war nichts. Ich frage mich immer noch, was die schwarzen Punkte sein sollen. Ja, jetzt weiß ich, was ihr meint. Aisle 2. Other. Das war ein Void. Ja. Oh, ein Fleck. Hi, Psycho. Wait. What the fuck was that? What the fuck? I mean, I noticed the black points, but what the fuck? Ja, davor die Runde war es nur ein Fleck. Ja, aber jetzt sind die ja ganz weg. Tiny drops of blood. What the fuck? Einfach nur, what the fuck? Nee. Ich hab mal im ersten Spiel ein Void im Schlafzimmer übersehen. Oh! Mein Gemüse fliegt. Mein Gemüse fliegt. Also, ihr könnt es nicht sehen, aber mein Gemüse fliegt. Ja, da stand ein Mann und der hat uns angelacht. Ich mag lachende Männer nicht. Männer lachen nicht. Ich weiß auch nicht, was mit ihm falsch ist. Die Wand rechts. Ach so, welche Wand? Wo welche Wand? Also ich habe jetzt nichts gesehen mit Wänden. Aber wir sind doch gleich durch. Hier ist die Wand anders. Die, oder? Sieht fast aus, als sollte die hier nicht so sein, aber ich weiß es nicht. Wand bei den Regalen mit der Vase. Aber das ist doch das Regal, oder? War da vorher eine Wand? Oder meinst du das hier? War das vorher nicht so? Produce Extra Object. I see it. Extra Objekt. Mehr Objekte als vorher? Oh! Wir haben's! Bang, 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 bang.
wollte es gerade noch machen. Groceries! Ey, ich hab's doch noch nicht geschafft. Es war doch noch nicht durch. We did it! Wir haben bestimmt ein paar übersehen.